Moin, liebe Werder-Fans, herzlich willkommen zum Wiesenhof-Expertentipp, den 30. Spieltag. Heute mit mir, Fabio Chiarodia. Ich würde einfach direkt mal starten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne von zu Hause aus mitmachen. Das erste Spiel, 1. FC Köln gegen Freiburg. Freiburg hat das letzte Spiel 4-0 souverän gewonnen. Spielen eine sehr gute Saison. Ich würde sagen 2-0 für den SC Freiburg. Kommen wir weiter zu Union Berlin gegen Bayer Leverkusen. Spielen beide eine gute Saison, vor allem Bayer Leverkusen. Seitdem Xabi Alonso da ist als Trainer, haben die nochmal einen großen Sprung nach vorne gemacht. Ich würde mit einem klassischen 1-1 gehen. Eintracht Frankfurt gegen FC Augsburg. Eintracht Frankfurt vor allem offensiv sehr gefährlich. Ich sag mal 2-0 für Eintracht Frankfurt. So, Bayern München gegen Hertha BSC. Bayern hat das letzte Spiel zwar verloren gegen Mainz, aber ich glaube, sie fangen sich jetzt wieder und gewinnen heim gegen Hertha mit 4-1. So, VfL Wolfsburg gegen FSV Mainz 05. Mainz spielt eine sehr gute Saison. Letzten Spieltag gegen Bayern München noch gewonnen, sind on fire momentan. Mainz gewinnt das Spiel mit 1-0. RB Leipzig gegen TSG Hoffenheim. Leipzig spielt auch eine gute Saison. Hoffenheim spielt, glaube ich, unter ihren Erwartungen oder steht da, wo sie eigentlich nicht stehen wollten. Dementsprechend glaube ich auch, dass Leipzig das Spiel gewinnen wird mit 2-1. Kommen wir jetzt zu Stuttgart gegen Gladbach. Stuttgart spielt um den Abstieg momentan. Gladbach steht eher im Mittelfeld der Tabelle, deswegen sage ich mal unentschieden. 1-1. Dann Bochum gegen Dortmund. Dortmund momentan Tabellenführer. Das letzte Spiel souverän gewonnen. Ich glaube, gegen Bochum werden sie es auch wieder gewinnen. Und zwar mit 3-1. Kommen wir jetzt zum letzten Spiel, FC Schalke 04 gegen Werder Bremen. Wir haben das letzte Spiel in Berlin gut gewonnen. Danke auch nochmal von meiner Seite aus an allen Fans, die mit in Berlin waren. Es war wirklich eine Weltklasse-Stimmung. Gerade auch von der Bank habe ich denke mal, mehr mitbekommen als die gespielt haben und konnte das alles sehr gut wahrnehmen. Das war wirklich, da hatten wir auf der Bank Gänsehaut teilweise. Deshalb nochmal Dank an allen Fans, die mitgekommen sind. Jetzt zum Spiel, Schalke 04 gegen Werder Bremen. Erstmal gewinnen wir das Spiel natürlich. und zwar mit 2-0, sag ich mal. So, das war jetzt mein Expertentipp, Wiesenhof-Expertentipp. Ich unterschreibe das Spiel, das Ding hier nochmal eben. Und zwar, ja, so glaube ich, wird der Spieltag ausgehen. Ihr könnt gerne von zu Hause aus mittippen. Vielleicht tippt ihr ja besser als ich. Und ja, das war's dann jetzt von meiner Seite aus.